Folge in meinem Karnevalswissen für Ungerwäs. Viel Interessantes über die Charaktere und die Geschichte des Dreigestirns. Woher kommt die Bedeutung und seit wann gibt es sie im Karneval? Tauchen wir mal ein in die Geschichte. Das Kölner Dreigestirn gibt es als solches erst seit dem Jahr 1870 und so wird sogar erst seit 1938 offiziell als Dreigestirn bezeichnet. Nach der Reformierung des Karnevals und Gründung des Festkomitees 1823 wurde zunächst der Heldkarneval an die Spitze des Karnevals gestellt. 1871 wurde mit der Gründung des Deutschen Reiches aus dem Heldkarneval der Prinzkarneval. Gelegentlich wurde ihm auch die Prinzessin Venezia zur Seite gestellt, aber der Kölner fand wohl, die brauche man nicht und sie verschwand auch rasch wieder. Schade, weil auch ihre Herkunft eine schöne Geschichte hat, aber die erzähle ich euch in einer anderen Folge. Im Düsseldorfer Karneval steht die Venezia übrigens bis heute ihrem Prinz zur Seite. Aber kommen wir zuerst einmal zu unserem Prinzkarneval. Seine Tollität, wie der Prinz auch genannt wird, ist der höchste Repräsentant des Kölner Karnevals. Bei der Proklamation, die immer Anfang Januar stattfindet, wird er durch den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin feierlich ins Amt gehoben. Er erhält als Symbol die Pritsche und das Zepter. Beides sind Zeichen seiner Würde und Macht, aber auch die Zeichen der Einheit mit seinem närrischen Volk. Auf der Pritsche wird übrigens der Name des Prinzen eingraviert. So ungefähr 20 Namen passen auf eine Pritsche und wenn die voll ist, dann wird eine neue Pritsche hergestellt und die alte, voll mit Namen, wird im Karnevalsmuseum ausgestellt. Und ja, natürlich muss der Prinz die Pritsche und das Zepter am Karnevalsdienstagabend, genau wie seine Macht über die Stadt und die Narren, wieder abgeben. Prinz Karneval fährt im Rosenmontagszug übrigens immer auf dem letzten Festwagen, sozusagen als Höhepunkt. Der Kölner Bauer, auch seine Deftigkeit genannt, symbolisiert durch Schwert und Dreschflegel die Wehrhaftigkeit der alten Reichsstadt Köln. Als Stadtbewahrer trägt er auch die Stadtschlüssel, die er bei der Proklamation verliehen bekommt. Der Bauer ist anders als der Prinz eine historische Figur aus der Kölner Stadtgeschichte. Er steht für die Befreiung Kölns aus der Macht der Erzbischöfe in der Schlacht von Worringen im Jahr 1288. Auf seinem großen Hut trägt er 125 Pfauenfedern, die die Unsterblichkeit der Stadt Köln symbolisieren sollen. Und wer fehlt noch? Die Kölner Jungfrau, auch ihre Lieblichkeit genannt. Sie wird als beschützende Mutter Colonia immer von einem Mann dargestellt, da der Kölner Karneval früher eine reine Männergesellschaft war. Nur in den Jahren 1938 und 39 musste auf Anweisung der NSDAP die Rolle von einer Frau übernommen werden. Die Kölner Jungfrau trägt eine sogenannte Mauerkrone, die wie ein Zinnenkranz aussieht und erinnert damit an die alte Stadtmauer, die einst Köln umgab. Ihre Krone symbolisiert die Uneinnehmbarkeit der Stadt Köln. Das Gewand der Jungfrau erinnert an die römische Kaiserin Agrippina, die als Gründerin Kölns gilt. Den Spiegel bekommt die Jungfrau übrigens erst seit 1993 bei der Proklamation überreicht. Er soll nicht nur ihre Schönheit und Charme, sondern auch die der Stadt Köln symbolisieren. Der Spiegel war übrigens die Idee des damaligen Oberbürgermeisters Norbert Burger, weil die Jungfrau immer leer ausging. Der Prinz bekam die Pritsche, der Bauer die Stadtschlüssel und dann bekam die Jungfrau den Spiegel. Und wie so oft in Köln, es entstand schnell eine Tradition. Ja, und natürlich, die Jungfrau gibt den Spiegel am Karnevalsdienstagabend dem Oberbürgermeister bzw. der Oberbürgermeisterin wieder zurück. Das Dreigestirn wird jedes Jahr neu bestimmt und wird von den Karnevalsvereinen gestellt, die dem Festkomitee angeschlossen sind. In der Session der Corona-Pandemie hat man beschlossen, dem Dreigestirn 2 Sessionen das Amt zu überlassen, da Karnevalsfeiern von den Behörden abgesagt wurden. Das Dreigestirn Prinz Sven der Erste, Bauer Gerion und die Jungfrau Gerdemie sind also das erste Dreigestirn, das durch ihre Doppelregentschaft in die Historie des Karnevals eingeht. Das Dreigestirn wird übrigens auch als Trifolium bezeichnet. Der Begriff kommt von dem lateinischen Wort tres folium, was Dreiblatt bedeutet. Und was macht das Kölner Dreigestirn so den lieben langen Tag? Nun ja. Es hat je nach Länge der Session bis zu 400 Auftritte. Mehr als die Hälfte dieser Auftritte finden in sozialen Einrichtungen, wie zum Beispiel Pflegeheimen, Krankenhäuser, Kinderheimen und Hospizen statt.
Wie alle hohen Herrschaften, so hat auch das Kölner Dreigestirn eine begleitende Garde. Für den Prinzen ist es die Prinzengarde, die immer mit einer stattlichen Abordnung täglich wechselnd dem Dreigestirn als Schutzwache zur Seite gestellt ist. Bauer und Jungfrau werden von der Ehrengarde begleitet. Im Gefolge des Dreigestirns sind der Prinzenführer, der Chef der Equipe, die drei Adjutanten und oft auch der Hoffriseur. Der Adjutant des Prinzen wird immer von der Prinzengarde gestellt, die des Bauern und der Jungfrau kommen aus der Ehrengarde. Ach ja, und was ist mit den Pens? Seit 1965 gibt es auch ein Kölner Kinderdreigestirn. Hans Walpott, der damalige Präsident der Bürgergarde Blau-Gold, hatte die Idee. Aus diesem Grund wird das Kölner Kinderdreigestirn auch immer von kleinen Gardisten und Pagen in blau-goldenen Uniformen begleitet. Und anders als beim großen Dreigestirn wird die Jungfrau von einem Mädchen dargestellt. Und wenn ihr das nächste Mal ein Foto von einem oder einen Film von einem Dreigestirn seht, dann wisst ihr mehr über die Geschichte und vielleicht achtet ihr dann auf Pritsche, Stadtschlüssel, Spiegel und Mauerkrone. Wenn wir unsere Wurzeln kennen, verstehen wir das Wie, Wann und Warum besser. Ich bin Kasia Kürten und sage Madet Jod.